flame the mountains of man. So. Naja, da muss ich noch ein bisschen wachsen lassen hier, die kleine Gesichtspussy. Excuse me. Where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till judgment day. Okay. Ist der Spielsound eigentlich laut genug für euch? Ist es okay so? Boah, wie das aussieht, Alter, die Spiegelung. Ich. And in my womb shall grow the seed of the prophet. Und in meinem Wanst soll der Samen des Propheten wachsen. Mhm. Okay. Ich leg da mal was dazu. So. Tschüss. Was haben wir denn hier? Ein Geschenk. Hä? Wo ist das Geschenk denn jetzt? Was hat es denn? Ach, war gar nichts. War nur Geld drin oder was? Shit. Shit. Boah, das sieht echt geil aus. Amazing Grace. Ist das unsere Elisabeth oder was? Okay, wir drücken mal J und hören uns das mal an. Love the prophet because he loves the sinner. Love the sinner because he is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? Ich hab noch was gesehen. Da blinkt noch was. 3, 2, 1. Meins! Sorry dafür. Aber wir müssen ja irgendwie unseren heranwachsenden Erben, Sohnemann, den Samen, der in ihrem Wanst erwächst, müssen wir irgendwie ernähren können. Ne? Ist ja klar. Irgendwie muss man ja dafür. Gibt's noch mehr Geld? The Lamb, the future of our city. Okay, dann ist sie also schon. Hä? Das Lamm, die Zukunft unserer Stadt. Na gut, mein Lämmchen. Du brauchst das Geld aber auf jeden Fall nicht. Ich schon. Nichts drin. War da was? Ha. Guck mal, das ist. Sieht man gar nicht so gut, aber geht. Es sind echt viele Lichtereffekte, die das so ein bisschen erschweren. Also mir gefällt es schwer hier. Nichts. Auch nichts. Na gut. So, können wir da noch lang? Oder da sind wir hergekommen, ne? Ja, von da sind wir gekommen. Hier ist wieder der. Komm her! Big Hug! Free Hugs! Das ist der. Das ist die Free Hug-Statue von Bioshock. Free Hugs! Vielleicht könnt ihr euch das mal notieren für die Spiele-Zitate. Also Bioshock 1. Erstes Zitat: Free Hug Statue. Na du? Kann ich dich boxen? Bitch Slap. Naja, falsches Spiel. Machen wir später weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich Amazing Grace, ja. Schafzahn, da hast du, glaube ich, recht. Und Hallöchen, Danny, willkommen zurück. Willkommen zurück. Geil. Echt gut aus. On this day of days, we recommit ourselves to our city,
and to our prophet, Father Constant. We recommit through sin. Was machen die denn da? And the giving of thanks, and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at you. Kann ich hier nicht rüber? Ich wollte die drücken. Ich wollte die drücken, die gute Frau. Mit Kopftuch-Dingens hier. Nonne. Naja, scheinbar keine Free Huts. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purged the vipers of the Orient, it would have been enough. If the prophet had just purged the vipers of the Orient, but not suffered the sacrifice of his beloved, it would have been enough. If the prophet had just suffered the sacrifice of his beloved, but not expelled the Vox Populi, it would have been enough. Voll die Hassrede. Die Hassrede. Serdar Sumuchu. Will ich da jetzt wirklich rein? Na gut. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders and our lord? I just need passage into the city. Passage to the city? Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. Take his hand. Ich reiche dir meine Hand. Meine lieben Bartbros, ich reiche euch die Hand. Lasst uns gemeinsam glänzen gehen. Na gut, deine hässlich gammelige graue Hand. Ja, komm schon, komm schon. Okay, überzeugt. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our lord. Also das Voice Acting ist superb. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Natürlich. Erstmal einen kräftigen Schluck trinken. Who's there? Bring us the curb and wipe away the jet. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. Not gonna do it. Pistole können wir nicht nehmen. Aus dem Fenster können wir auch nicht. Lasst mich doch. Ihr kriegt eure dämliche. Irgendwann noch. Ich weiß nicht wann. Ich habe anderes zu tun. Ich muss hier. Na gut. Und Loki, Babe. Hallöchen, meine Liebe. Grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Uiuiuiui. Boah, der hat fast ertränkt. Und wieso halten die ihre Schlüssel wie mit einem Maschinengewehr auf die Leute, die hier aus dem Wasser kommen? Der Garten von Neu-Eden. Father Franklin, Father Jefferson, and of course, Father Washington. Father Franklin, a key of gold so that Eden might have industry that set her above all other nations. To Father Jefferson, a scroll so that Eden might have laws that set her above all other nations. And so each year we recommit ourselves to our founders and our prophet, Father Comstock. And recommit to our prophet, Father Comstock. So that we may follow in the prophet's path. Amen. Jetzt sind sie endlich mal fertig. So, mein lieber Mandalorian, ich wünsche dir viel Spaß. Bleib sauber und wir sehen uns später. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Und wer Lust hat, ab 2015, wenn ich jetzt das nicht wieder verballert habe, dann geht es los bei Mandorio mit Bloodborne. Er hilft euch und ihr könnt zusammen mit ihm spielen, die Bosse legen und vielleicht tut mir der Lenny oder der Gustav eingefallen und haut nochmal den
Jetzt habe ich keinen. Hä? Jetzt war kurz der Ton weg. Komisch. Den Link nochmal rein. Das wäre sehr nett. Und es gibt Post. Ja, ich habe einen zweiten Kontrollleiter geholt, dass du nachher ein bisschen mödeln kannst. Ich habe es auch schon angekündigt, dass du nachher... Wollt ihr mal die Herdanziehungskraft sehen? Komm mal her. Komm mal her. Guck das Herdanziehungskraft. Yay! Yeah, Herdanziehungskraft ist da. Du musst dich ein bisschen kleiner machen. Yay! Yeah. Kochst du gerade, oder was? Ja. Ach so. Ja, dann Herdanziehungskraft ist auch busy, busy. Und wir machen mal noch ein bisschen weiter hier. Hat keiner den Link gepostet? Schade, dann mache ich jetzt aka Unterstützung. Weil ich möchte es nicht Werbung nennen. Haben wir ja vorhin. Ne, ich fange das Thema jetzt nicht nochmal an. Das haben wir jetzt ausgiebig auch nochmal in der Community. Danke dir, lieber Lenny. Dankeschön, Lenny. So. Und du wirst gegrüßt von allen. Grüße zurück. Die Krähe sieht auch so... Also, das ist doch hier komisch, Alter. Jetzt muss ich ja nochmal gucken. Das sieht doch voll hässlich aus. Texture-Detail. Aber so läuft es halt bei mir auch relativ flüssig noch in 4K. Deswegen lasse ich es einfach so. Ach komm, wir verzichten einfach mal auf so die ganz krasse Grafik. Sieht trotzdem schön aus. Es ist ja auch eher so ein... So wie so ein... Wie so eine gute Nachtgeschichte, würde ich das nicht sagen, aber es ist halt schon so eine Fantasy-Story irgendwie. Fantasy-Story. Deswegen kann man daher auch gar nicht sagen, wie das sieht unrealistisch aus. Es ist halt einfach mal ein anderes Spiel. Sieht schon fett aus. Sieht aus wie das Weiße Haus in Größenwahnsinnig. What is Columbia if not another Ark for another time? Also, was ist Columbia, wenn nicht eine andere Arche in einer anderen Zeit? He who crossed the Delaware with flaming sword and wings of angels. Watch over me and lend me strength. Shield my mind from fear and doubt so that I may hold fast against all invaders. Father Washington, hear my prayer. Okay. Ich spüre die Sonne in meinem Gesicht. Der Mann vor uns redete in einer Sprache, die wir verstehen könnten. Aber der Vogel und die Naturgeräusche ließen mich vollkommen vergessen, was er von uns wollte. Wow, sieht das geil aus. Praise the sun. Free Hex Statue. ein Kolibri. Och, hallöchen. By the sword, na du? And the scroll, and the key. Amen. Hey, Kleiner. Hey, Buddy. Hier ist noch einer. Oder ist das derselbe? Nee, ist ein anderer. Süß. Only providence. And that you see its divine hand at work, you discern the transmundane. Your inspiration and imagination transcend mere science and open our eyes to the mystery. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. So got okay. A girl to find. Na dann, öffnen wir die Tür zum Verderben, wollte ich eigentlich sagen, aber hey, das sieht ja... boah, schön. Ach, die Musik ist so schön, meine Augen fangen an zu drehen. Scheiße! Oh, Gott. So, ja, das Spiel hat einen lesbaren Untertitel. Der ist nur allerdings bei mir leider in 4K unlesbar, wie man leider auch schon sehen konnte. Der ist auch an. Da. Ist eigentlich an. Und hier auch. Also das ist an, aber das ist halt in 4K leider ganz schlecht skaliert. Deswegen ist es so klein. Es tut mir leid, aber ich hoffe, ihr seid des Englischen mächtig.
Und so ein bisschen versuche ich es ja auch zwischendurch noch.